Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine wunderbare Geburtstagstorte, eine Himbeer-Mascarpone-Sahnetorte mit meinem hellen Biskuit, den ich mir am Vortag vorgebacken habe in zwei 20er Formen. Sie ist gefüllt mit dieser wunderschönen, fruchtigen Himbeer-Sahne-Mascarpone-Creme. Und außenrum gibt es eine Swiss Meringue Buttercreme. Eine fantastische Buttercreme ist das, die richtig lecker schmeckt. Sie ist etwas anspruchsvoller in der Herstellung, aber wir werden das auf jeden Fall zusammen schaffen. Keine Sorge. Diese Torte kann man auch wunderbar zu Ostern herstellen. Passt fantastisch. Oder auch zum Muttertag. Passt sie auch sehr gut. Wir werden uns gemeinsam ans Rezept machen. Das müsst ihr jetzt nicht mitschreiben, sondern wie immer ist es in der Infobox direkt unter dem Titel verlinkt. Oder hier auch auf dem kleinen i, da könnt ihr direkt darauf surfen. Und auf meinem Blog könnt ihr das Rezept nachlesen und sogar ausdrucken. Deswegen immer unbedingt dort vorbeischauen. Vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Sonntag gibt es ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Und damit ihr keins verpasst, dann auch gleich die kleine Glocke hier unten aktivieren, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Das mal vorneweg und wir starten mit unserer Creme. Für die Creme weichen wir uns 6 Gelatineblätter in kaltem Wasser ein. Selbstverständlich könnt ihr hier auch Agatine verwenden. Das geht genauso gut. Gerade so ein bisschen reindrücken. 10 Minuten beiseite stellen, dann ist sie schön aufgequollen. So, und natürlich brauchen wir viele schöne Himbeeren für dieses Rezept. Ich habe jetzt hier 380 Gramm tiefgekühlte Himbeeren. Die sind schon etwas angetaut. Die habe ich vor einer Stunde rausgestellt. Und die werde ich mir jetzt zu einem Püree kochen. Dafür gebe ich sie in einen kleinen Topf. Hinzu kommen 2 Esslöffel Wasser oder gerne auch Himbeersaft, gar kein Thema. Und ich gebe noch etwas Vanillearoma hinzu, einfach so ein Schuss, so etwa einen Teelöffel. Damit gehen wir jetzt an den Herd und lassen es gerade aufkochen und rühren es zu einem Püree durch. Ja, gerade einfach so ein bisschen aufkochen lassen und dann schon zerdrücken. Und wenn ihr die Kernchen nicht drin haben wollt, dann könnt ihr das Ganze nachher durch ein Sieb streichen. Das muss man aber nicht unbedingt. Es hängt einfach davon ab, wie kernchenfrei ihr die Creme haben wollt. Statt des Vanilleextraktes könnt ihr natürlich hier auch eine Vanillestange verwenden. So, die Himbeeren gerade so ein bisschen aufkochen lassen und etwas rühren. 2-3 Minuten köcheln lassen, sodass sich dann eben auch das Fruchtfleisch schön von den Steinen löst. Und wenn die Himbeeren schön aufgekocht sind und schön geköchelt haben, dann können wir sie durchs Sieb streichen und haben eine wunderbare Himbeerflüssigkeit, die wir dann gleich mit der Gelatine weiterverarbeiten werden. Und hier könnt ihr natürlich dann auch Agatine verwenden. Das geht ganz, ganz gut bei einem Fruchtpüree. So, mein Wecker hat geklingelt. Ich streiche mir jetzt die Flüssigkeit durch das Sieb. So, ich habe mir dann doch mal eine Schürze angezogen, ausnahmsweise. Das kleckert wahrscheinlich. Ja, es hat gespritzt. Also Achtung, zieht euch eine Schürze an dafür. Jetzt streichen wir das hier durch, einfach mit dem Kochlöffel oder mit einem Löffel. Dass wir eine schöne kernfreie Flüssigkeit haben. Ist ja fast ein bisschen schade drum, aber die wollen wir nicht mit in der Creme haben. Aber wer das natürlich gerne hätte, der kann sie auch drin lassen. Es ist jetzt nicht schlimm. Wir essen ja Himbeeren schließlich auch mit Kernen, wenn wir sie frisch essen. Auch hier unten nochmal abstreichen. Das entsteht so ein bisschen so dieser Fruchtpüree. Und hier nochmal richtig schön streichen, dass wirklich das Fruchtfleisch sich auch löst von den Kernen. Dass wir nicht so viel zurückbehalten an den Kernen. Sehr schön. Unser Fruchtpüree ist fertig. Das ist schon mal die Grundlage für diese wundervolle, fruchtige Torte. Und jetzt können wir hier in der noch warmen Flüssigkeit die ausgedrückte Gelatine schon mal auflösen. Die nehmen wir uns gerade wieder hier aus dem Wasser raus, die 6 Blätter, und drücken sie einfach zwischen den Händen aus. Die Einweichflüssigkeit wird verworfen. Und jetzt kommt die Gelatine oder auch die Agatine einfach hier in die Flüssigkeit und wird dort darin aufgelöst. Und sollte sie nicht mehr warm genug sein, dann einfach gerade noch mal ein bisschen warm machen. Gelatine darf allerdings nicht kochen, also sie wirklich nur warm machen, auf keinen Fall aufkochen. Und ihr seht, die löst sich auch schon gleich auf, schon verschwunden. Und bei der Agatine müsst ihr diese Flüssigkeit jetzt hier noch mal 2
Minuten sprudelnd kochen lassen. So. Alles ist gut verrührt. Jetzt kümmern wir uns um die restlichen Zutaten der Creme und gleichen dann ganz wie immer an und fügen alles zusammen. Die restlichen Zutaten, nämlich 250 Gramm Quark. Ich verwende hier 20%igen Quark. Dann verwende ich 250 Gramm Mascarpone. Den könnt ihr natürlich auch durch Frischkäse ersetzen. Hinzu kommt etwas Zucker, 80 Gramm. Das müssen wir natürlich alles schön miteinander verrühren, schön glatt. Sehr schön, schon fertig. Jetzt natürlich wie immer angleichen, ganz wichtig. Das heißt, wir nehmen uns diese noch zu warme Flüssigkeit und müssen sie an diese Temperatur hier von unserer Quarkcreme angleichen. Und das macht man, indem man einfach so 3 bis 6 Esslöffel von der Creme hier in diese Masse gibt und das schön verrührt, hinzugeben und gleich verrühren. Auf diese Weise kühlt unsere Himbeerflüssigkeit schön ab. Noch einen. Schön angeglichen. Ihr könnt das prüfen, indem ihr hier schaut. Ja, es ist noch ein bisschen warm, aber das geht eigentlich meistens. Ich mache einfach noch mal 3 dazu. Dann sollte es wirklich klappen. Und ihr seht, was für eine schöne himbeerrosa Farbe das bekommt. Jetzt habe ich hier 6 Esslöffel von unserer Quarkcreme reingerührt. Und jetzt können wir hier die angerührte Himbeercreme in die Quarkcreme einrühren. Und das am besten auch wieder unterrühren, dass auch wirklich nichts schief geht. Gucken, dass wir noch den Rest hinzugeben. Und dazu wirklich eine Schürze anziehen, denn das Rosa spritzt schon arg und ist auch nicht so einfach aus den Kleidern rauszubekommen. Eine wunderschöne Farbe ist entstanden und nun ist unsere Creme auch schon fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch unsere Sahne schlagen mit etwas Vanillezucker und die Grad hier unterheben. In der Zeit kann man das hier ruhig etwas kühl stellen, dass es ein bisschen angeliert und dann können wir uns schon ans Füllen unserer Torte machen. Während unsere Himbeermasse kühlt, gerade 10 Minuten im Kühlschrank, gebe ich mir gut gekühlte 150 Gramm Schlagsahne in eine Schüssel und schlage die schön steif und lasse währenddessen etwas Vanillezucker hinzurieseln. Ihr könnt auch Vanillepaste nehmen, völlig egal. Einfach, dass ein bisschen Vanille noch dazu kommt. Gerne auch Zitronenschale nehmen, das passt auch sehr gut zu dieser Torte. So, die Sahne ist schön steif geschlagen. Wir können sie jetzt unterheben. Ich finde es ein wahnsinnig schönes Farbenspiel hier. Eine wunderschöne rosa Farbe. Gerade noch einmal runterkratzen. Schauen, dass wir von unten alles hochholen, dass die Creme auch wirklich homogen verrührt ist, dass nichts irgendwo hängen bleibt. Und sie hat jetzt auch eine gute Konsistenz, dass wir gleich die Torte schön füllen können, dass alles dann die Himbeeren schön umfließt. So, hier sind jetzt meine beiden Biskuits und sie haben beide 4 cm Höhe. Und dann schneide ich mir beide Böden einmal durch, sodass wir am Ende 4 einzelne Böden haben. Und ihr seht, das geht ganz, ganz toll. Gerade bei so einem kleinen Boden ist es einfach. Wunderschön, wir haben die ersten 2 Böden. Perfekt. Den zweiten natürlich genauso noch schneiden.
Wunderschön. Vier Böden sind entstanden und wir können unsere Torte jetzt mit der Creme und den Himbeeren füllen. So, Tortendrehplatte, Tortenpappe, da habe ich jetzt eine 22 cm Durchmesser goldene Pappe, die hat auf der Rückseite schwarz, das finde ich aber nicht so gut. Ich nehme natürlich das Gold. Darauf kommt jetzt mein erster Boden und ihr seht, da ist noch ein bisschen Rand übrig und das ist auch wichtig, denn wir müssen ja noch die Buttercreme dann außen berechnen. Jetzt stellen wir uns den Tortenring darum, noch nicht ganz festgezogen. Denn hinein kommt noch unsere Tortenrandfolie. Das ist jetzt wichtig, weil die etwas höher ist noch als der Ring. Es sei denn, ihr habt einen sehr hohen Ring, dann könnt ihr euch das sparen. So, das ist ein bisschen eine frimmelige Angelegenheit. Hier jetzt schneiden und mit einem Tesafilm einfach ankleben und einfach jetzt festziehen. Das ist etwas komplizierter als sonst, weil halt die Folie noch mit drin ist. Aber das kriegen wir hin. So, ihr seht, das hält schon fast. Hier oben vielleicht nochmal fixieren. Kann man auch mit einer Büroklammer machen. Dann haben wir genug hoffentlich Platz für die Füllung. Ein kleines Tesafilm hier noch hinmachen, dass unsere Folie auch dicht ist und zusammenhält. Perfekt. Ich messe mal für euch aus, wie hoch jetzt mein Ring ist und meine Folie. 12 cm ist die Folie und 8,5 cm ist der Ring. Ein Drittel unserer Himbeercreme kann jetzt hier auf den vorbereiteten Boden. Jetzt so ein bisschen verstreichen. Da kommt man meistens mit der Palette dann nicht mehr so gut rein. Deswegen einfach mit dem Spatel. So. Und jetzt können hier meine frischen Himbeeren drauf. Ein Drittel natürlich wieder. Einfach gerade so ein bisschen in die Creme drücken. Wenn sie sehr groß sind und sehr viel rausschauen, dann solltet ihr sie vielleicht halbieren, dass wir da nicht in Schwierigkeiten kommen mit den Himbeeren. Oder sie einfach hinlegen, das geht auch. Dass sie wirklich schön bedeckt sind von der Creme, das ist ganz wichtig. Jetzt kommt der nächste Boden drauf und das mache ich jetzt mit allen Böden und fülle immer wieder mit einem Drittel der Creme, Drittel der Himbeeren und am Schluss schließe ich mit einem Boden ab. Die restliche Creme hier oben aufgeben. Ein bisschen was lassen wir uns noch übrig für oben drauf, dass wir die Erdbeeren bedecken können. Wieder schön verstreichen. Sehr schön. Und wieder eine Runde Himbeeren. Schön hineinsetzen oder legen, je nachdem wie groß sie sind. Und nochmal abdecken mit der restlichen Creme. Also es geht sich ganz genau aus. Es ist ein bisschen knapp. Und die Creme ist jetzt auch nicht zu süß. Also wer es süßer möchte, soll gerne mehr Zucker verwenden. Wunderbar, der letzte Boden kann aufgesetzt werden. Passt auch gerade noch so rein. Also es ist wirklich wichtig, dass ihr diese Tortenrandfolie verwendet oder einen sehr hohen Tortenring. Sonst wird das nämlich rauslaufen. Bisschen andrücken, vorsichtig, dass die Creme nicht hochsteigt. Nur so ein bisschen. Und jetzt muss unser fantastischer Rohling für mindestens 4 Stunden, besser natürlich wie immer, über Nacht in den Kühlschrank gestellt werden. Und dann ist die Creme fest und wir können ihn mit der Swiss Meringue Buttercreme einstreichen und dekorieren. Bei mir war die Torte über Nacht im Kühlschrank, wie immer abgedeckt mit einer Haube. Sie ist schön fest geworden und sie steht jetzt auch noch weiterhin kühl, während ich die Swiss Meringue Buttercreme zubereite. Und die Swiss Meringue ist eine fantastische Buttercreme, die sehr, sehr luftig und leicht schmeckt. Ich kann sie euch nur empfehlen und keine Angst, wir gehen gemeinsam durch das Rezept. Da kann eigentlich wirklich nichts schief gehen, wenn ihr mit mir einfach jeden Schritt befolgt. Die Swiss Meringue besteht aus 8 Eiweiß, 250 Gramm Zucker, etwas Salz, 500 Gramm Butter,
weich und in Stücken, also am besten schon kalt würfeln und auch die Eier schon kalt trennen und dann einfach die Eiweiß auf Raumtemperatur kommen lassen und die Eigelb könnt ihr anderweitig verwenden, zum Beispiel für eine French Buttercream oder einfach für ein Omelette. Dann kann man natürlich noch Aroma hinzugeben. In diesem Fall ist es jetzt bei mir Vanillearoma. Ihr könntet aber auch Himbeer nehmen und natürlich Lebensmittelfarbe in Rosa oder in dem entsprechenden Ton, den ihr eben für euren Anlass haben wollt. Die Eiweiß werden jetzt mit dem Zucker verrührt, mit etwas Salz und dann auf 60 Grad über dem Wasserbad erhitzt. Dann, wenn der Zucker sich schön aufgelöst hat und die Temperatur auf 60 Grad gestiegen ist, dann füllen wir sie um in die Küchenmaschine und schlagen sie wieder kalt und fügen dann die Butter hinzu. Das ist erstmal unser grober Plan. Los geht's! So, ich habe etwas Wasser hier in meinen kleinen Topf gefüllt, und zwar heißes Wasser. Und es kocht jetzt gerade einmal auf und dann stelle ich es runter, dass es nur siedet. Also es soll jetzt nicht sprudeln, kochen, sondern einfach nur Dampf erzeugen, so wie jetzt ungefähr. Und dann kann man die Schüssel draufstellen und die Schüssel darf auf keinen Fall das Wasser unten berühren. Es geht hier nur um Wasserdampf. Jetzt kocht das, das kann ich ein bisschen runterstellen, dass es halt weiter so ein bisschen siedet. Auf mittlere Hitze, sagen wir mal. Jetzt kommen hier meine Eier rein in die Schüssel. Ihr könnt auch eine Metallschüssel verwenden natürlich. 8 Eiweiß, 250 Gramm Zucker, Prise Salz. Jetzt verrühren wir das schön. Am besten kann man das noch machen, wenn das noch nicht auf dem Herd steht. So, und wenn alles schön verrührt ist miteinander, dann seht ihr, das ist eine wirklich sozusagen zuckrige Flüssigkeit. Und der Zucker muss sich ganz auflösen. Dann ist unsere Meringue bereit zum Umfüllen in die Küchenmaschine. Wir können auch schon mal die Temperatur kontrollieren. Ja, das ist noch nicht. Und man muss jetzt anfangs noch nicht so viel rühren. Es reicht dann später, wenn die Temperatur sich erhöht, ein bisschen häufiger zu rühren. Wichtig ist, dass man hier am Rand, da wo der Kochtopf die Schüssel berührt, dass man da immer mal vorbeigeht, denn das ist der heißeste Punkt. Und das dauert natürlich alles jetzt ein paar Minuten. Am besten einfach kontrollieren mit dem Küchenthermometer, wenn ihr eins habt. Jetzt bin ich ungefähr bei 50 Grad, das heißt, ich muss noch ein bisschen warten und dann ist es soweit. Und je höher die Temperatur wird, desto schneller müsst ihr rühren, dass halt da wirklich nicht ein gekochtes Ei draus wird. Und dann natürlich bei 60 Grad aufhören und das Ganze vom Feuer nehmen. So, ihr seht, es steigt jetzt auf 60 Grad und jetzt werde ich hier Schluss machen. Jetzt ist es wirklich weiß und so wie flüssiges Marshmallow. Wenn ich reinfasse, ist es heiß und ich fühle auch keine Zuckerkristalle mehr. Und dann ist also auch ohne Thermometer ist eure Flüssigkeit, eure Eiweißflüssigkeit richtig lang und genau auf den Punkt gerührt. So, die Küchenmaschine ist vorbereitet mit dem Schneebesen. Die Schüssel sollte absolut fettfrei sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir geben jetzt einfach unsere heiße Eiweißzuckermasse hier hinein. Und ihr seht, es ist jetzt so richtig so ein bisschen zäh, so ein bisschen marshmallowhaft und fließt so ein bisschen. Wir schlagen uns die Masse kalt. Das dauert so 10 bis 15 Minuten. Einfach mal drauf los, ungefähr mittlere Geschwindigkeit. Mit dem Handrührgerät geht es auch. Es dauert halt bloß lang und ihr steht dann da 15 Minuten und müsst halt rühren. Aber es geht auch. Nach 15 Minuten haben wir eine ganz fantastische Meringue uns aufgeschlagen. Wir sehen jetzt hier wunderbar, wir haben steife Spitzen, da rührt sich einfach nichts mehr und hier bleibt einfach eine scharfe Kante stehen. Jetzt gehen wir hier auf den Teighaken. Ihr könnt auch weiterhin den Schneebesen verwenden, aber besser wird es, wenn man den Teighaken verwendet, denn wir wollen uns jetzt nicht weiter Luft reinschlagen, sondern jetzt kommt die Butter hinzu. So, Teighaken ist dran und jetzt geben wir uns immer ein Stück Butter nach dem anderen hinzu. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier die gleiche Temperatur haben. So, los geht's. Mittlere Geschwindigkeit und immer ein Stück nach dem anderen hineinwerfen.
Und keine Angst, wenn das jetzt so ein bisschen suppig wird, das ist ganz normal. Einfach weitermachen, bis auch das letzte Stück Butter untergerührt ist. Ihr seht, es verändert sich jetzt und wird irgendwie cremiger. Das ist ganz normal. Und immer erst warten mit dem nächsten Stück, wenn wir das eine Stück dann schon reingeworfen haben und es ist schön untergehoben. Und ihr seht jetzt, oh Gott, das ist ja alles zusammengefallen. Das ist richtig so. Das ist genau so, wie es sein soll. Keine Angst. Mal kurz ausstellen. Ich will mich mal ganz kurz runterkratzen und euch zeigen, wie es jetzt aussieht. Also ihr seht, es ist jetzt so eine richtige Suppe geworden. Das muss so und das ist auch ein ganz normaler Prozess. Und am Ende habt ihr eine wundervolle Buttercreme. Weiter geht's, bis alle Butter verbraucht ist. 500 Gramm weiche Butter. Zwischendurch sieht es immer mal so aus, als ob die Masse gerinnen würde. Es ist nicht so, macht bitte weiter. Jetzt habe ich so eine wolkige Konsistenz, die ich auch haben möchte. Zwischendurch sah es aus, als würde es gerinnen. Man denkt dann schon so, oh Gott, ich habe was falsch gemacht. Das ist aber nicht so, alles richtig. Macht einfach bis zum letzten Butterstück dann weiter. Und ihr seht, was für eine wunderschöne Konsistenz das jetzt bekommt. Richtig schön seidig. Und das letzte Butterstückchen. So. Unsere Buttercreme ist fertig. Sie hat jetzt eine ganz, ganz seidige Konsistenz. Das seht ihr vielleicht jetzt ganz gut. Und genau so muss sie sein. Wir können jetzt die Buttercreme färben, wenn wir wollen, oder noch Aroma hinzugeben. Hier könnt ihr zum Beispiel Himbeeraroma dazugeben oder Vanille oder Schokolade oder Kaffee, Karamell, alles Mögliche. Ich gebe jetzt noch etwas Vanilleextrakt hinzu und verrühre das gerade noch kurz. Einen Teelöffel ungefähr. So, und dann werde ich natürlich die Creme auch noch färben und dazu verrate ich euch gleich noch einen Trick. Gerade verrühren. Und diese Creme schmeckt traumhaft lecker. Man denkt immer so, was so viel Butter drin hat, das kann gar nicht gut schmecken. Aber die schmeckt ganz leicht und fluffig. Also im Gegensatz zu der amerikanischen Buttercreme ist diese hier zwar etwas aufwendiger herzustellen, aber schmeckt einfach traumhaft lecker. Fürs Färben der Creme nehme ich mir einfach so ein bisschen was ab. So. Und gebe pinke Lebensmittelfarbe hinzu. Da bräuchte ich jetzt sehr viel, damit ich hier ein schönes Pastellrosa hinkriege von dieser Lebensmittelfarbe. Und der Trick ist jetzt der, das gerade kurz erwärmen. Ganz kurz in der Mikrowelle. Dann intensiviert sich die Farbe. Und wir haben nachher eine schön gefärbte, wunderbare Creme. Ganz kurz habe ich mir die Lebensmittelfarbe in der Creme erwärmt. Und ihr seht, die löst sich schön auf und wird jetzt richtig kräftig rosa und entfaltet jetzt ihre ganze Strahlkraft. Wunderbar. Jetzt können wir gerade ein bisschen was von der Creme noch hier wieder reinrühren, dass wir sie nicht so ganz warm in die Creme geben. Ihr kennt das ja vom Angleichen. Und jetzt können wir unsere Creme färben mit der angerührten Creme und die wird jetzt wunderschön rosa sein. Einfach gerade so ein bisschen laufen lassen auf mittlerer Geschwindigkeit und zugeben. Wunderschöne Farbe und wunderbare seidige Konsistenz. Wir können die Torte einstreichen. Wir werden uns jetzt erstmal unsere Torte hier vorsichtig aus dem Ring holen. Ring vorsichtig lösen, wie immer. Und da ist unser Rohling. Und wir haben ja eine Folie drum, deswegen müssen wir die natürlich erstmal abmachen. So, jetzt können wir gerade hier abziehen. Wunderbar, das geht prima. Ihr seht, der Rohling ist schön fest geworden. Und keine Angst, das wird man natürlich nicht sehen, dass hier so ein bisschen durchgelaufen ist. Es war nicht ganz festgezogen. Da passiert gar nichts, denn wir haben ja noch unsere Krümelkruste, die jetzt erstmal hier drauf muss und dann noch eine zweite Schicht. Die Krümelkruste dient dazu, dass wir einfach, wie man schon hört, die Krümel binden. Da geben wir jetzt erstmal eine erste Schicht auf die Torte und dann stellen wir die Torte noch mal eine halbe Stunde kalt. Und dann kommt die nächste Schicht drauf, die finale Dekorationsschicht sozusagen. Wir geben uns erstmal etwas von unserer
fantastischen Swiss Meringue Buttercreme hier oben drauf. Und wir haben genug gemacht, keine Sorge. Also auch wenn ihr jetzt ein bisschen mehr braucht, weil ihr das noch nie gemacht habt, das ist auf jeden Fall genug, um diese Torte super einzustreichen. Erstmal hier so schön verstreichen auf der Oberfläche und dann einfach zu den Seiten runter, dass alle Krümel gebunden sind. Und da ist es ganz günstig, wenn ihr die Drehplatte habt, dann geht das einfacher. So, die erste Krümelkruste ist dran. Wir können auch einmal mit der Teigkarte noch schon mal abziehen, dass es ganz gerade wird. Die reicht hier auch gerade aus für die Höhe der Torte, also eine normale Teigkarte. Man neigt dazu, immer in der Mitte zu viel zu machen. Nehmt das hier auf einen extra Teller oder eine extra Schüssel, denn manchmal sind noch Krümel da mit dabei und die wollen wir ja in der äußeren Schicht da nicht mit drin haben. Wunderbar. Erste Schicht ist fertig. Ich stelle mir die Torte jetzt noch einmal 30 Minuten kalt und dann trage ich die nächste Schicht auf. Und das wird dann die finale Schicht sein, die wir uns dann dekorieren können. Nach der halben Stunde Kühlzeit bringen wir nun die zweite Schicht Buttercreme auf die Torte auf. Und das ist unsere finale Schicht. Die Torte hat sich jetzt super gefestigt und wir können hier schon auch schön über den Rand rüber streichen, ohne dass da was kaputt geht. So, zum zweiten Mal ist sie jetzt schön eingestrichen und wir ziehen sie uns ein zweites Mal ab. Schön gerade halten und im 45 Grad Winkel und die Tortenplatte drehen. Mehr muss man gar nicht machen. Dann zwischendurch abstreichen, die Karte sauber halten und so lange ansetzen, bis man zufrieden ist. Perfekt. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe lange keine Motivtorte mehr gemacht und natürlich auch lange keinen solchen Rohling mehr eingestrichen. Jetzt machen wir uns an die finale Dekoration der Torte. Ich habe mir den Spritzbeutel schon gefüllt und da habe ich die Tülle 6B dran. Das ist eine französische Sterntülle. Und diese Creme ist einfach grandios zum Spritzen von solchen wunderbaren Feinheiten auf einer Torte. Wunderschön sieht die Torte schon aus. Jetzt kann man natürlich die Torte nach Belieben und nach Anlass dekorieren. Zum Beispiel hier eine kleine Perle dran setzen. Das sieht immer wunderschön aus. Gerne auch kleine Herzchen anbringen. Sieht schon mal super schön aus. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alle angebracht habe. Für oben auf der Torte habe ich noch ein paar Macarons. Super süß sieht die Torte jetzt schon aus. Dann kennt ihr ja sicher diese UFOs, die verrückten und lustigen, mit verschiedenen Farben. Die setze ich jetzt hier noch dazwischen. I swear that I'll stay here with you.
super süß mit den UFOs und den Macarons. Jetzt bei mir in der Mitte natürlich fehlt noch der Sticker Sweet 16. Das ist ja klar, der muss bei mir in die Mitte. Bei euch kann da was ganz anderes rein. Ein paar Streusel noch, Glitzerstreusel in die Mitte. So sieht die Torte nun bei mir aus. Wirklich super süß. Ein paar Nonpareils mache ich noch an die Seite und dann werden wir sie gemeinsam probieren. So, bevor wir aber anschneiden, gibt es erstmal einen schönen Tee für mich. Und später dann natürlich auch für meine Tochter, die ja heute 16 wird. Wunderbar. Dann lasst uns mal anschneiden. Ich habe Dorotheas Erlaubnis, mir hier ein Stückchen schon vorher zu klauen, bevor sie kommt. Die kommt heute spät aus der Schule, deswegen geht es auch gar nicht anders. Wahnsinn, geht durch wie Butter. Und das ist jetzt ein Riesenstück. Aber ich bin ja auch die Mama, ich darf das. Und da kommt unsere unfassbar schöne Himbeer-Vanille-Swiss-Meringue-Torte. Ich glaube, ich werde sie nicht hinstellen können. Sie wackelt schon. Aber ihr seht, wie wunderschön sie aussieht. Einfach fantastisch. So, die Torte duftet sehr, sehr lecker. Das Stück steht. Es ist aber auch ein großes Stück. Erstmal ein Stückchen Tee. Wunderbar. Und jetzt werde ich sie für euch probieren. Ich werde jetzt erstmal hier die obersten Schichten nehmen. Das ganze Stück schafft man ja gar nicht. Sieht das nicht wunderschön aus? Sehr fruchtig. Sehr, sehr lecker. Also ich finde die Torte wahnsinnig lecker, sehr, sehr fruchtig, innen drin super schön, süß-säuerlich, nicht zu süß und außenrum diese fantastische, cremig-leichte Buttercreme. Also ihr werdet sie lieben, es ist eine absolute Traumtorte. Unbedingt ausprobieren. Das war meine Himbeertorte mit Swiss Meringue Buttercreme, eine wirklich fantastische Geburtstagstorte. Man könnte sie auch Sweet 16 Himbeertorte nennen, aber sie ist natürlich auch für viele andere Anlässe geeignet, für Ostern, für Muttertag oder auch für andere Geburtstage. Dann einfach andere Geschmacksrichtungen zugeben, Schokolade, Erdbeere oder was auch immer euch einfällt und was eurem Geburtstagskind besonders gut gefällt. Ich freue mich natürlich wie immer über eure Fotos. Die könnt ihr mir gerne auf Facebook oder Instagram schicken. Die Links dazu findet ihr hier unten unter dem Titel in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Sonntag um 10 Uhr sage ich viel Spaß beim Backen, bleibt gesund und tschüss! Jetzt der Macaron. Mmh.